Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, es scheint so, als ob die Produktion langsam zum Problem wird. Beziehungsweise wir halt echt das Problem haben, dass... Holy shit, wie viel Metall hier gelagert ist. Die brauchen ja gleich nochmal hier ein Lager. Für Metall. Also es hält sich gerade gut am Laufen, wenigstens hier oben. Wenn wir noch mehr Mitarbeiter hier reinkriegen. Ich schaue jetzt gerade mal, ob wir vielleicht eine neue Passagierrakete mit ein paar neuen Mitarbeitern kriegen. Die scheinen relativ gut besetzt zu sein. Ich tue mal die auf eins runtersetzen. Schau mal. Hat sich dann eine mehr hier reingesetzt? Ja. Vielleicht war das jetzt eine blöde Idee, aber... Das sind alles Ingenieure. Mein Plan wäre ja hier unten dann noch so einen Carbon Processor hinzumachen, der für uns dann die Arbeit übernimmt von... Entfernen von dem Ganzen. Schauen wir, ob wir das hinkriegen. In dem Einflussbereich noch. Das müssen sie jetzt austauschen. Dass das alles mal flach wird. Hier über benötigtes Material und überschüssiges Material. So. Wir haben schon 100 auf dem Konto. Ich würde mir halt mehr liefern lassen, gerne auf einen Schlag. Wasserproduktion steht aktuell, das ist super. Was bringst du? 5 Passagiere, das ist super. Transporter 1 und Phoenix 1. Transporter 2 muss noch kommen. Ah, jetzt, schau, jetzt haben wir genug Geld, eine Frachtrakete schicken zu lassen. Und wirklich erstmal tonnenweise davon. Transporter 2. Wenn alles gut ist, können wir ja gleich nochmal einen Deal vielleicht mit denen abschließen. Kontakt. Handel beginnen. Dann schicken wir dafür gleich mal den Transporter 1 noch. Dann schicken wir dich auch gleich nochmal los. Kontakt. Handel beginnen. Wir schicken Transporter 2. Dadurch können wir nicht nochmal 100 holen. Und das wäre natürlich eine ordentliche Menge, mit der wir arbeiten können. Wie viel ist denn in diesem Vorrat noch drin? 70. Oh, das ist natürlich nicht gut. Aber wir sind bald fertig, dann können wir hier die Extraktoren hinbauen, dann haben wir 3000 drin. Da können wir dann richtig reinhasseln. Dann müssen wir wahrscheinlich aber hier sogar noch eine zweite Kuppel hinbauen. Das könnte gut passieren, denke ich. Dann sollten wir aber hier vielleicht auch mal eine Aktion hinbauen. Schauen, dass das ein bisschen ausebnet. Freies Lager vielleicht hinsetzen. Da müssen sie nicht 4 Kilometer fahren dafür. Leute, ihr habt ein näheres Lager jetzt. Dreht bei. So. Ja, schaut doch wieder alles ganz in Ordnung aus mittlerweile. Das ist eine startende Rakete. Die Phoenix 1, die kann gestartet werden mittlerweile. Immer wieder natürlich gucken, wie viele Passagiere hätte ich jetzt mittlerweile. Wie viele Leute können wir mitnehmen. Und
Die neue Nutzlast ist da. Perfekt. Das ist ja eine unserer Stromfarmen aktuell. Die benötigen es auch ganz dringend. So. Jetzt fahren sie alle wieder hoch. Jetzt sind wir schon mal wieder im Plus. Es fehlt nur noch eine, die nicht im Plus ist. Die sind auch hochgefahren. Sind aber immer noch 62 drin. Aktuell stehen wir echt gut da. Sie produzieren. Wir liefern Raketen wieder. Was wollen wir mehr? Die sind schon wieder abgestanden. Ah, abgestanden. Auf. Losgeflogen. Das ist natürlich perfekt. Safari-Route erstellen. Transporter 1, der kann gelandet werden. Transporter 2 kann gelandet werden. Du bringst uns wieder 7 Passagiere mit. Resources are low. Wie? Schon wieder low? Wir sind bei 90. Die insgesamt auf der Karte verteilt sind. Können wir dann hier von low reden? Metallextraktion aus der Tiefe, na endlich. Sollte ich die doch ein bisschen anders platzieren, so. So. Und dann hier vielleicht noch eine hin und dann geht da irgendwo noch eine hin. Kommt schon irgendeiner noch irgendwo? Nee, schade. Dann bleibt es halt bei 4 für die Produktion. Was sagen die? Kein Vorkommen mehr. Oh, das ist aber dann zum richtigen Zeitpunkt kaputt gegangen alles. Wenn hier gerade das Vorkommen leer gegangen ist. Dann ist es ja zum richtigen Zeitpunkt passiert. So wollen wir das. Gut. Transporter 1 da, eine Rakete kann gestartet wird. Der ist jetzt voll und produziert 15. Das ist gut. Die brauchen noch einen Stromanschluss. Schließen einfach an und dann sind die noch zu verstärken. Natürlich werden jetzt hier mindestens 2 Schichten bei allen gestartet. Jetzt haben sie alle andere Jobs wieder gesucht. Haben wir natürlich dafür wieder Mitarbeiter. 1 Milliarde haben wir jetzt wieder auf Lager.
Aktuell brauchen wir aber noch nichts, würde ich sagen. Eine Passagierrakete mit ein paar Mitarbeitern. Langsam haben wir auch wieder mehr Leute, die hier ein Zuhause finden. Ich bin beim Überlegen, ob ich nicht dieses Carbon-Ding da baue. Wo war es denn? Es war hier drunter, ne? Den Carbon-Prozessor. Wäre echt gar nicht blöd, ne? Hier hinten so anzuschließen, irgendwie hier. Wir brauchen eh, wenn ich mich nicht echt hier noch einen Transport habe. So. Dann brauchen wir hier natürlich nochmal ein Universallager. Kürzester Zeit sollten die, Alter. Irgendwie so ein bisschen mittiger. Der hat das alles noch schön im Überblick, aber die nicht. Und da sind die meisten Leute drin. So. Mit dem Carbon Processor sollten wir hoffentlich einiges hinkriegen. Und deswegen schicke ich jetzt doch nochmal eine Frachtrakete mit. Ordentlich Nachschub von beiden. Starten wir. Wir haben wieder 8 Passagiere, perfekt. Resources are low. Jetzt gehen sie ein bisschen niedriger, ja. Wir haben auch keine Produktion mehr von Polymer aktiv. Alles ausgeschaltet. Alles ohne Mitarbeiter. Eine Mitarbeiterin, die da drin hockt. Aber ansonsten haben wir wieder ankommende Kolonisten. Man sollte hoffentlich auch hier die Produktion einigermaßen voll sein. Ja, perfekt. Tja, mit dem Carbon Processor sollten wir hoffentlich dann auch die Mitarbeiter hier oder die Roboter halt die Pumpen hier, weil hier ist es halt dann viel Edelmetall auch, mit dem wir arbeiten müssen. Das sind halt dann noch zwei Sachen, weil rein theoretisch brauchen wir dann hier 2 autarke Kuppeln, werden halt cool. Obwohl autark müssen sie gar nicht sein. Wir brauchen hier einfach 2 Kuppeln hin. Eine Standardkuppel vielleicht hier irgendwie hin. Und eine Kuppel hier so hin. Dann werden die verbunden, die beiden. Was haben wir denn sonst? Mikrokuppeln. Hätten wir auch noch im Angebot. Trotzdem, was auf jeden Fall gemacht werden muss, Ebenen. Und zwar die Fläche von hier bis hier. Wie viel fehlt denn? Oh, ganz viel Beton. Das ist natürlich eine Sache. Hier hat man noch ein Feld, das könnten wir abernten. Wie viel hat das? 2000? Und da hätten wir auch ein Feld. Ja, warum nicht? Dann lassen wir das gleich hier vor Ort noch abpumpen. Besser geht's ja gar nicht. Stromverbindung. Dann können die beiden starten. Wie viel haben wir hier? Da ist wieder eine Nutzlast dabei. Das ist natürlich wieder perfekt in dem Fall. Strom, Wasser. Haben wir einen Betonabbau gleich noch. Da unten ist dann auch nochmal Betonabbau. Dann brauchen wir 2 Mikrokuppeln hier noch hin, damit wir die Edelmetalle extrahieren können. Aber dafür brauchen wir natürlich jetzt wieder genug Leute. Das ist jetzt... Ah, wieder ein zweischneidiges Schwert am Ende. Super. Ich kriege auf jeden Fall hier genug Sachen mittlerweile mit. Komm, ich will, dass das Ding steht heute noch. Das wäre grandios.
So, der fängt jetzt schon mal an zu extracten. Und holt sich hier das erste Beton raus. Die ersten Sammelbehälter sind auf jeden Fall wieder voll. Wir haben wieder Sachen. Die Rakete ist auch mittlerweile leer, okay. Das Ding hat jetzt auf jeden Fall viel geschluckt. Das darf man ja nicht vernachlässigen. Es hat viel geschluckt, aber jetzt sind halt die Tiefenressourcen. Apropos Tiefenressourcen. Hatten wir hier nicht eine tiefe Ressource? Die Frage ist, wie komme ich jetzt an die am besten ran? Weil ich habe genau auf die drauf gebaut. Ich kann hier eine hinplatzieren. Aber sonst nirgends eine. Da steht jetzt zum Beispiel die Polymerfabrik ein bisschen im Weg. Da müssten wir die hier leider mal abreißen. Aber haben wir nicht irgendwo anders auch noch eine Polymerfabrik hier? Tun wir die halt auch upgraden. Wollen wir hier eine Edelmetallfabrik hin? Und hier auch. Die kriegt dann Strom von da drüben. Das wäre natürlich super. Na komm, bringt das Ding fertig. So schlimm kann es doch gar nicht mehr sein. Ein bisschen was fehlt noch. Dragon 2, die kann auf jeden Fall starten wieder. Und jetzt entsteht das Ding. Das nächste Teil, um die Atmosphäre hier zu verbessern und hoffentlich in Zukunft dahin halt, dass die auch länger durchhalten. Weil wenn die zur Wartung zusammenbrechen, ist halt natürlich genau das Problem, was wir jetzt hatten. So. Bringt das Ding zum Laufen. Es fehlen Metallteile, Steine. So. Jetzt pumpt er die Luft voll. Und Vorteil ist dadurch, dass die beiden natürlich das auch noch produzieren, ist dann nichts daneben. So, nee, wir tun hier noch kein Universal, sondern ein reines Betonlager zwischen. Dann haben wir da auch nicht so weit. Der wird schön gespeist und der arbeitet schön. Natürlich, wir bräuchten wahrscheinlich von dem um einiges mehr. Aber das ist natürlich schon ein Anfang. Mit dem können wir langsam anfangen, Sachen zu vernichten wieder, die wir die ganze Zeit schon haben. Wie viel frisst denn der eigentlich auf einen Schlag? Der braucht allein 50 Strom, oder macht der? Der verbraucht 50 Strom. Holy. Nee, aber aktuell schaut es wieder alles gut aus. Beton. Wir sammeln Unmengen davon. Hier ist alles bummvoll. Aktivieren wir noch die anderen Schichten. Schauen wir, was passiert, wenn wir die anderen Schichten auch noch aktivieren. Gehen wir wieder auf Full Production. Vielleicht schichten sie sich einfach ein bisschen um, aber Hauptsache ist, sie produzieren gleichmäßig. Dann kommt der hier auch mit. Dann sind wir alle zufrieden. Passagierrakete. 15. Starten wir auch wieder. Diesmal geht es natürlich wieder nach unten. Diesmal müssen wir unten wieder schauen, dass wir das alles hinkriegen. Der Punkt langsam schön die Atmosphäre voll. Verlust an Atmosphäre 0%. Hm. Natürlich gut. Zweite Schicht. Was schalten wir die aktuelle Arbeitsschicht ein oder aus? Das Gebäude arbeitet nur während aktiver Arbeitsschichten. 14 bis 22 Uhr, okay. Mit der Wasserpumpe sind wir auf jeden Fall gut dran. Obwohl wir auch schon wieder viel Wasser gepumpt haben, aber wir werden unsere ganzen Speicher voll machen wieder. Das darf man auch nicht vergessen. In der Kuppel wohnen allein 55 Leute. Resources? Warum sind die jetzt schon wieder low? Wir haben 54 gelagert auf der Karte, das stimmt doch gar nicht.
Ja, sei froh, da kommt gleich eine Rakete runter. Da kommt gleich eine Rakete. Ja, Resources sind low. Wir haben halt extrem viele Maschinen, die gerade nicht aktiv arbeiten, weil... Die müssen wir noch verstärken, schauen. Einfach keiner da ist. Alle sind weg. Wie produzieren wir denn hier? 39 Beton. Das du kriegst von mir, von der Blue Corp. Die haben bestimmt immer noch ihr in Handel. Schick mir nicht hin. Ah, das sind unsere 15 Passagiere. Perfekt. Die sind doch nicht low. 55 ist immer noch eine gute Zahl. Ich weiß gar nicht, was die haben. So, ein Abreisender, 15 neue. Dann sollten dann hoffentlich auch die ersten Jobs langsam wieder bevölkert werden. Hier zum Beispiel, ja schön. Schicht wieder auf. Da haben sich auch ein paar eingefunden. Hier auch. Genauso wie hier. Mir fehlt gerade Edelmetalle. Aber wir haben 31 irgendwo rumliegen angeblich. So, der wartet nur auf seine Vollfüllung sozusagen. Und dass wir das dann alles langsam hinkriegen. Er ist die Transporter One. Ich würde gerade sagen, ihr lasst uns noch Metall gerade verkaufen. Aktuell will ich ungern das Metall verkaufen. Aktuell will ich es abbauen. Wir haben erst 100 abgebaut. Das ist natürlich auch geil. Aber es geht natürlich auch in Geschwindigkeit ran, die wir nicht unterschätzen dürfen. Der arbeitet sich schon durch. Bald haben wir den ersten Prozent an Wolkenbildung. Lexikon öffnen. Atmosphäre. Erstellt die Dichte der Zusammensetzung am Meeresumfeld. Je höher der Parameter ist, desto mehr ähneln atmosphärische Drucksauerstoff Wolkenbildung der Erde. Die Atmosphäre wird durch Magnetfeldgeneratoren und Carbonprozesse in Gebäuden und auch durch Abschluss der Treibhausgasimport-Spezialprojekte erhöht. Aufgrund des Fehlens eines planetaren Magnetfelds geht die Atmosphäre mit der Zeit verloren. Atmosphärverbesserungen steigern die Effektivität von Windrädern Moxis. Okay. Machen Solarkollektoren allerdings weniger produktiv. Wiederkehrende Staub- und Meteoritenstürme werden mit besserer Atmosphäre schwächer und verschwinden schließlich ganz. Im Zusammenspiel mit dem Parameter Temperaturen führen hohe Werte dazu, dass die Atmosphäre des Mars atembar wird und die Kuppeln zu offenen Kuppeln werden können. Wäre natürlich genial. In dem Fall. Schauen wir, wann das passiert. Die Drachenrakete 1 kann meinetwegen wieder starten. Hier sagen sie, wir hätten eine hohe genug Produktion angeblich. Das will ich sehen jetzt. Hier haben wir noch gar keine Produktion, da verbrauchen wir nur. Aber relativ wenig. Und hier haben wir eine Produktion, aber die auch sehr relativ klein ist. Wie gesagt, wir brauchen halt so viele Leute wieder. Passagiere. Starten. Wir müssen ständig Raketen nachschicken und neue Kohlen und alles drum und dran. Das wird noch ein richtiger Graus. Treibstoff. Verbrauch 26. So, du machst wahrscheinlich auch mittlerweile nichts mehr, ne? Schau dir doch mal allein das Lager hier an. Weiß nicht, wie viel du hier kriegst, aber... Importier es mal. Hey, es ist gestiegen. Hier sind viele Ressourcen, schau dir das an. Allein hier ist noch ein 61er Lager. Das ist heftig. 7, 7, 7, 12... Und hier sind wieder ganz, ganz viele kleine. Okay, das war nur ein Stein.
paar habe ich sogar schon abgemeint irgendwie. Und hier oben, holy shit, 53, 54, 45, 5, 12. Das sind auch heftige Zahlen. Transporter 2 ist wieder da. Der kommt wieder auf die Landeplattform. Das ist so extra. Das ist alles nur Gras. Schaut euch das an. Alles Gras. Wahnsinn. Da ist auch alles schon Gras. Schaut mal, wie grün das ist. Wunderschön. 7 Passagiere. Ihr könnt gleich hier einziehen. So, der kommt jetzt runter. Das ist der Transporter 1 immer noch. New colonists have arrived. Ein ankommender Tourist. Ich sage Safari-Tour. Ich will, dass ihr diesen riesigen See seht. Ich will, dass ihr euch die Aufforschungsfabrik hier anschaut. Einmal hier durchschaut. Aussicht hier genießen. Erwartet Zufriedenheitsbelohnung. Was ist, wenn ich... Wie? Route beenden. Ach, schade. Okay, jetzt muss die jetzt... Aufforschungsfabrik. Dann fahren wir nach hier vorne. Die Aussicht. Die Statue. Und Route beenden. Waypoint 1 bis 25. Das ist natürlich langsam schon eine ganz praktische Sache. Aber die ganze Sache natürlich auch mit Aufwand verbunden. Er fährt jetzt seine Runde hier. Zeigt, was er kann. Erforschung aus. Jetzt muss langsam dann die ganzen Sachen erforscht werden noch. Kernwärmekonverter. Wunder Kernwärmekonverter. Verbessert schrittweise die Temperatur auf dem Mars. Verbraucht Wasser. Ja. Interplanetare Astronomie, Mikrofusion, künstliche Sonne. Verbraucht bei Inbetriebnahme große Wassermengen. Shuttle-Tempo wird erhöht. Das ist natürlich geil. Und ein Magnetfeldgenerator brauchen wir auch noch. Ja, aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.